Christian, spielen zwei Krebse gegeneinander, schnick, schnack, schnuck, dann geht das meistens unentschieden aus. Bei den Bayern trainiert jetzt Jerome Boateng wieder mit, ne? Da läuft jetzt dann in der Kabine nach dem Spiel aus Respekt erstmal kein Haftbefehl mehr. Ne? Ist auch die Frage, was machst du als Tuchel? Öffentliches Training, dass die Leute mal wieder zugucken können. Ja, aber dann haut ja der Boateng ab. Wenn du als Bayern-Spieler Hunger hast, dann sagst du auf jeden Fall jetzt nicht mehr in der Kantine, ich hab Knast. Stefan, ist rutschig auf dem Platz, ne? Ja, unser Laubbläser hat die Woche frei. Der spielt im Orchester. Ja, und für den BVB Woche der Wahrheit. Champions League gegen AC Mailand. Dann kommt Union Berlin. Ja. Bei Union Berlin ist ja das Motto nach dem Champions League Gegentor in der letzten Minute, ne? Der Teufel trägt Praga. Dafür gute Nachrichten beim BVB. Der Mann mit den kurzen blonden Haaren. The real Slim Shady. Ja. Marco Reus will seinen Vertrag noch mal um ein Jahr verlängern. Please stand up, please stand up. Woop. Nur einer hat Probleme mit der Darstellung des BVB, Niklas Füllkrug. Der hat gesagt, mir missfällt ein bisschen die Wahrnehmung des Ganzen. Oh, Lord Füllkrug hat an seiner Ausdrucksweise gearbeitet. Ein Hund ruft doch auch nicht Kikeriki und sagt, ich habe eine Fremdsprache gelernt. Stellt ein Reporter dem Füllkrug nochmal die Frage nach seinen Werder-Schienbeinschonern, dann antwortet der Niklas wahrscheinlich, Gott zum Gruße, ehrenwerter Bro. Hat man euch keinen Verstand wohl beigeboten, ihr unehrenhafter Horst? Mich drängt die Frage auf, ob ihr ein Lauch seid. Apropos Lauch, ne? Ich habe meine Jungs gefragt, was verbindet ihr denn mit dem Mittelalter, der Andi, ja, Gouda? Patrick, du weißt schon, ne? Auch Analphabeten dürfen zur Weinlese. Ja, und am Freitag verkündet Julian Nagelsmann seinen ersten DFB-Kader für die so beliebte USA-Reise Mitte Oktober. Ne? Der Julian, das ist ein richtiger Ehrenmann. Der hat ja echt auf richtig Kohle verzichtet beim DFB. Muss auch. Der DFB hat 15 Millionen Euro Schulden. Was macht am meisten Probleme? Klar. Der DFB-Campus, sicher, der Nachwuchs ist immer schuld, das kostet am meisten. Ne? Was der DFB so ein bisschen unter der Hand hält. Ne? Der zahlt 12,5 Millionen Euro, damit er mit den Bundesliga-Stars werben darf. Oh, ist klar, ne? Alles fürs Land. Total. Toll. Die Sparmaßnahmen beim DFB, die werden so weit gehen, dass er in der Kantine kein Nutella mehr gibt, sondern die drucken aufs Toilettenpapier einfach Toastbrot. Boah, Stefan, du spielst so märchenhaft, dass ich mir die Frage stelle, warum war die Mutter von den sieben Geißlein eigentlich Milch holen, wenn sie selbst eine Ziege ist? Ja, und in Gelsenkirchen überlegen sie jetzt tatsächlich, ob sie neben das Trainingszentrum noch so eine Therapiestation bauen für die Trainer, die sie mittlerweile alle entlassen haben. Leiter wird Hüb Stevens, das war ja der letzte, mit dem die Fans einigermaßen... Würde sich auf jeden Fall lohnen. Ne? Schalke sollte sich echt mal überlegen, ob die überhaupt noch auf dem Platz antreten oder nicht einfach dem Gegner über WhatsApp schreiben, komm, wir machen schnell hier Steinschere Papier. Die haben tatsächlich angefragt, der Knebel und Co. bei Raoul, ob der nicht Trainer machen könnte. Komischerweise haben die eine Absage bekommen. Verstehe ich gar nicht. Selbstüberschätzung hat einen Namen, Schalke 04. Die Eigenwahrnehmung von Schalke 04 ist dieselbe wie die von meinem Hermann. Mein Hermann, der stand letztens nackt in der Kabine und hat durchgewischt. Ich kam rein, ich so, Hermann, was machst du denn? Die Bilder, die kriegen wir alle nie mehr aus dem Kopf. Sagt der Trainer. Feutel unterm Kinn. Trainer, ich bin nicht der Hermann. Ich bin Taylor. Was? Ich bin Taylor. Und Taylor Swift. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der meinte letztens zu mir, Trainer, ich habe 30 Jahre Berufserfahrung. Ich so, Kevin, du bist doch erst 25. Er so, ja, 5 Jahre Überstunden.